Hallo ihr Lieben, ich melde mich wieder einmal näher bei euch. Warum habe ich euch gerade die Hände so vor die Augen gehalten? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe sehr, sehr schönen, finde ich, sehr, sehr schönen Nagellack drauf. Und zwar in modischem Greisch. Und das Ganze auch noch in Hälfte matt, Hälfte glänzend. Ich bin ganz begeistert davon. Okay, das nur am Rande. Tja, es gibt etwas für euch. Und zwar seid ihr heute einmal gefordert. Ich möchte nicht sagen, dass ich einen Contest veranstalte, aber es ist vielleicht gar nicht so falsch, denn ihr könnt durchaus etwas gewinnen, und zwar Erkenntnis. Und das ist immer noch besser als irgendein Gewinn, der kaum mehr wert ist als das Porto des Briefes, in dem es drin steckt, wie so bei manchen Contests hier der Fall ist. Tja, ihr Lieben, wie gesagt, ihr könnt etwas gewinnen, Erkenntnis. Ich möchte euch sagen, worum es geht. Ich bekomme ja immer wieder auf meine Videos hin diverseste Fragen, die dann unten in der Kommentarleiste bei YouTube stehen. Und angefangen von meinen Haaren, die ich gerade irgendwie mitten im Gesicht habe, angefangen von meinen Haaren bis hin zu meinem Busen. Übrigens, das ist mein Lieblingskostüm und ich gehe damit auch gleich auf die Bühne, deswegen habe ich das jetzt auch wieder an. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Fragen tauchen immer wieder auf. Und ich möchte euch bitten und euch die Gelegenheit geben, mir all eure Fragen zu stellen. Ich werde bemüht sein, all eure Fragen zu beantworten, so ich es natürlich auch kann und solange diese Fragen auch nicht, sagen wir mal, zu tief unterhalb der Gürtellinie sind. Ansonsten möchte ich versuchen, euch die Fragen zu beantworten. Das Ganze stelle ich mir so vor, ihr dreht selbst einen Videoclip, den ihr bei YouTube einstellt. Am besten ist, ihr stellt den als privat ein, schickt mir dann den Link. Ich mache das dann folgendermaßen, ich lade dann das Video herunter und würde es in mein kommendes Video mit einbinden. Das heißt, dass wir ein kleines Interview mehr oder minder führen können. Ihr fragt mich und ich antworte. Ich zeige euch das mal anhand eines kleinen Beispiels. Und zwar wird das so aussehen. Hallo Gina, ich habe eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, wie du in deinem Privatleben rumläufst. Bist du privat auch ab und zu Gina oder lässt du die Gina völlig in der Garderobe hängen? Danke dir. Ja, die Frage möchte ich natürlich auch gleich beantworten. Ansatzweise habe ich das auch schon mal getan. Nein, ich laufe privat ganz normal in Zivil rum. Das heißt, ich bin ein Mann und dementsprechend laufe ich auch privat als Mann herum. Und die Gina, diese Figur, ist rein weg für die Bühne. Ich möchte sie im Privatleben auch gar nicht haben. Gina bestimmt schon den größten Teil meines Lebens. Und ich möchte auch ein klein Stückchen mein eigenes Privatleben noch haben. Und es ist ja mein Glück, dass ich beide Seiten auf die Art und Weise gut ausleben kann. Damit ist diese Frage beantwortet und ihr habt gesehen, was ich mir vorstelle, wie ich das Ganze machen möchte. Tja, jetzt seid ihr gefragt. Fragt mich, was ihr wollt. Fragt mich von mir aus nach meinem Lieblingsessen. Fragt mich, was ich von dieser oder jener Musik halte. Ich überlasse es euch. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Fragt einfach. Ich möchte jetzt mal sagen, wir machen das Ganze so. Ich lasse mir da jetzt erstmal ein Zeitfenster offen. Ich sag mal bis Dezember. Genau, sagen wir direkt bis Weihnachten. Machen wir direkt Stichtag 24.12. Bis dahin möchte ich erstmal einiges zusammensammeln. Das heißt, ihr habt bis Weihnachten Zeit, eure Frage an mich zu formulieren. Wer übrigens keine Möglichkeit hat, das Ganze als Video an mich zu senden, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder einen Text. Kommentar über YouTube oder wie auch immer. Ich blende es dann als Texttafel mit ein. Ist übrigens auch überhaupt kein Problem. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, schickt mir eure Fragen an mich und ich bin willens, diese zu beantworten. Ich werde jetzt das Ganze allerdings nach Weihnachten auch noch weiterhin offen lassen. Das heißt, wenn ihr auch in Zukunft irgendwann eine Frage an mich habt, stellt die am besten, am liebsten eben per Video, dass ich sie dann im nächsten monatlichen Kommentar von mir, im nächsten monatlichen Blog vielleicht gleich schon mit beantworten kann. Tja, ihr Lieben, das war es an sich auch schon für heute. So viel Neues gibt es bei mir nicht, eigentlich schon, aber das ist für mich auch nicht wirklich neu. Ich sitze momentan im absoluten Vorbereitungsstress für die Premiere meiner Weihnachtsshow.
Das vorletzte Kostüm ist schon halb fertig. Ihr könnt euch freuen, das wird auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, das letzte wird auch wieder ganz knifflig, was ich noch nehmen muss. Also ich stecke noch voll in der Vorbereitungszeit. Aber wie gesagt, das ist für mich nichts Neues, auch nichts, was ich euch in dem Sinne jetzt an dieser Stelle zeigen könnte. Wie gesagt, meldet euch einfach bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure fantasievollen Fragen. Ansonsten sehen wir uns wie immer hier, ihr Lieben. Macht es gut, macht es schön. Alles Liebe für euch, eure Gina. Meine Güte.